Hallo Leute, Radlauge hier. Willkommen zu einer weiteren Episode hier im Anno-Vember. Wir sind hier mal wieder in den anoholischen Weiten unseres Anno-Universums unterwegs und werden die Arktis in dieser Folge wieder ein bisschen weiter ausbauen. Werden also hier wieder ein bisschen schauen, dass wir weitere Inseln fertig machen, hier auch mit Kohle und eben dann später auch, vielleicht ja sogar in dieser Episode, mit Gaskraftwerken versehen. Das ist soweit das Ziel. Von daher schauen wir einfach mal, wie weit wir hier kommen. Und ich habe hier jetzt eigentlich auch schon ein Schiff auf den Weg geschickt. Und zwar mit Dampfmaschinen. Und ich hoffe, das kommt jetzt bald an, damit wir hier loslegen können. Da ist es auch schon. Das heißt, jetzt können wir hier endlich auch fertig bauen. Und dann können wir bald anfangen mit dem Herstellen von Zeppelinen. Jetzt müssen wir aber erstmal noch gucken, was uns hier noch fehlt. Kaffee könnten wir hier noch herliefern. Parkas brauchen wir noch. Und Hundeschlitten. Okay. Dann machen wir erstmal eine Sache, und zwar eine Kaffeeroute. Vom Kap rüber in die Arktis, denn wir haben ja die Investoren nur an einer Stelle. Das heißt, wir brauchen hier im Endeffekt auch eigentlich nirgendwo anders den Kaffee. Den schicken wir einfach direkt hierher. Wunderbar. Und dann machen wir das hier folgendermaßen. Passt. Muss ich nur noch schauen, dass ich im Cup eben auch noch ein Limit reinsetze für einen Kaffee. Das ist zwar jetzt nur ein Schiff, aber nichtsdestotrotz muss man doch einfach mal gucken. Nicht, dass wir dann vielleicht mal irgendwo einen Engpass haben und dann den letzten Kaffee in die Arktis schicken. Das wäre nicht so gut. Und dann haben wir eben immer noch die Hugo-Thematik. Beim Hugo müssen wir jetzt mal gucken, ob wir nicht eventuell dem Hugo mal ein bisschen auf dem Deckel geben. Wir gehen mal hier in den Nicht-Angriffspakt hinein und versuchen jetzt mal eine Allianz. Jetzt mit dieser Allianz sollte ich eigentlich irgendwo jetzt die Quest anfangen können. Das heißt, mein Ziel ist jetzt eigentlich die Hauptquest vom Hugo auch noch hier mit reinzukriegen und auch noch mit abzuwickeln, und dann hauen wir ihn einfach weg. Dass wir einfach auch alle Gegner hier besiegt haben im November. Und dann haben wir quasi auch alles gesehen, mehr oder weniger. Aber wir brauchen eben hier die Quest. Von daher müssen wir mal gucken. Lieferaufgabe machen wir auch noch weg. Wir machen auch immer noch die Enzyklopädie-Quest, warum auch immer. Und dann müssen wir einfach hoffen, dass der Hugo uns nochmal eine Quest gibt. Weil ich glaube, ich habe letztens erst wieder eine abgelehnt gehabt. Und es kann halt sein, dass das dann auch tatsächlich die Quest war. Und dann müssen wir mal gucken, ob er uns hier noch irgendwo Sachen verkaufen kann. In den Besa vielleicht. Oh, nope. Vielleicht in der, im Cup vielleicht dann noch. Cup, 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 Cup. Nope. Und dann noch in der neuen Welt. Schauen wir mal. Nee, kein Glück. Okay, ist ja eigentlich auch in Ordnung. Ist eigentlich auch in Ordnung. Jetzt schauen wir mal hier rein. Jetzt müssten wir nämlich Kaffee bekommen. Und eigentlich müssten wir auch bald die Hundeschlittenstation haben. Machen wir hier noch das Lagerhaus fit. Das sollte passen. Schauen wir mal in die Produktion. Also, wir haben genug Konserven und Schnaps. Das wird ja alles angeliefert. Messing wird auch angeliefert. Kaffee wird angeliefert. Walöl haben wir genug. Rentierfleisch müssen wir mal gucken. Das ist knapp auf knapp. Robbenfelle kommen von der kleinen Insel. Gänsefedern haben wir, Schlafsäcke haben wir, Öllaternen haben wir. Und wir brauchen dringend mehr Huskies oder auch mehr Items für die Huskies. Das ist natürlich noch die andere Möglichkeit. Von daher schauen wir einfach mal, was kann man denn bei der Husky Farm machen. Husky Farm, unbekannt. Wir haben hier einmal Talirik-Tuk, die Husky-Flüsterin. Den cleveren Hundezüchter. Und dann noch ein Treibholz-Igag. Oder, ja, ich weiß leider nicht, wie man das ausspricht, aber das wäre auch noch eine Möglichkeit. Und dieses Item zum Beispiel, das wundert mich wieder so ein bisschen. Das ist einfach ein Item, das mehr oder weniger keinen wirklichen Sinn hat. Denn, wenn man in der Arktis ist, ist man meistens so weit, dass die Bilanz keine Rolle mehr spielt. Und da minus 25% Unterhaltskosten auf eine Produktionskette ist halt irgendwie, völlig
unnütz. Also da hätte ich mir irgendwo auch zum Beispiel gerade für die Husky-Farm noch weniger Arbeitskraft oder irgendwie sowas gewünscht. Das hätte halt noch einen Sinn. Ja? So, nehmen wir jetzt hier den cleveren Hundezüchter mit. Und dann gucken wir mal, dass wir vielleicht noch einen Moment. Jetzt habe ich schon wieder Husky-Farm. Genau. Die beiden und den hier. Nee, die Brille hier. Aber es wäre schön, wenn man hier noch irgendwie einen Effekt bekommen würde. Denn das Item ist halt komplett nutzlos. Oh, und das ist halt immer schade. Also, ich finde, es gibt Items, da kann man einfach nachvollziehen. Okay, das sind jetzt Items, die vielleicht im Early Game noch Sinn machen oder in einer ganz spezifischen Kombination. Aber dieses Item macht halt in keiner Kombination Sinn. Wenn euch eine einfällt, sagt gerne Bescheid. Aber aus meiner Sicht macht das einfach keinen Sinn, weil wie gesagt, sobald es relevant wird, dieses Item, die Arktis zu haben, wird dieses Item halt auch völlig in Schatten gestellt. Und ja, ganz am Anfang sind halt Unterhaltskosten noch ein Thema. Also wirklich ganz, 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 ganz am Anfang. Noch vor Ingenieuren, so vielleicht Handwerker-Ingenieurstufe, so in diesem Bereich. Da ist es mal ganz kurz ein Thema. Aber ansonsten ist es eigentlich völlig egal. Und ja, deswegen. Wäre schön, wenn man da irgendwie noch einen tieferen Nutzen hätte. Fällt mir nur gerade so auf. Ich meine, da wird sich jetzt wahrscheinlich auch nichts mehr ändern. Das DLC ist seit Ewigkeiten draußen. Aber das finde ich halt schade, weil es halt dann einfach ein Item ist, das halt rumliegt. Ich meine, klar, man braucht auch immer Filler, also man braucht immer auch ein bisschen Füllstoff. Auch Items, mit denen man halt wirklich nichts anfangen kann, damit man nicht die ganze Zeit nur super Items bekommt. Die Logik erschließt sich mir schon auch irgendwo. Aber ist halt trotzdem schade, ne? Und dann machen wir hier nochmal eine Husky-Farm. Und ich hoffe, dass ich hier noch die Module reinkriege. Ja, das passt wunderbar. Dann machen wir nämlich hier einfach noch die ganzen Items rein für die Husky-Farm. Und zwar hier. Und dann packen wir hier rein das Ding hier. Das Ding hier und das hier. Und dann machen wir hier vielleicht noch mehr Huskies, weil warum nicht, ne? Und hier oben vielleicht noch ein Lagerhaus. Hier nochmal eine Husky-Farm und dann sollten wir da eigentlich auch durch sein. Warte mal, wenn ich den hier verschiebe, könnte ich hier noch eine weitere Farm reinmachen? Ja, ne? Machen wir hier vielleicht auch noch eine, dann haben wir unsere Ruhe. Haben wir garantiert unsere Ruhe, hoffe ich doch. Oh nein, das ist blockiert, wirklich? Und jetzt kriegen wir hier kein weiteres mehr rein. Okay, das ist doof. Schade. Propaganda machen wir nicht. Nein, ich will hier weiter die Arktis ausbauen. Und dann gucken wir mal hier. Das passt. Jetzt kann ich das hier ausbauen. Okay. Und jetzt müssen wir uns noch Baustoffe für unsere Luftschiffe abholen. Wieso liefert der das jetzt hier hin? Ich habe doch meinen Hangar an der anderen Insel, Kollege. Jetzt hat er mir hier das Gas hingeschmissen. Naja, was soll's. Holen wir es halt ab. Aber das ist ja gemein. Das brauche ich doch gar nicht da. Ich brauche es hier drüben. Und dann schauen wir mal. Parkas brauchen wir noch. Oder brauchen wir die? Überhaupt? Nicht wirklich, ne? Ne, jetzt sollte es eigentlich passen. Jetzt sollte es eigentlich passen von der Versorgung her. Dann nehmen wir hier noch Gas mit. Das haben wir jetzt halt für die Quest bekommen. Und damit können wir dann die ersten Luftschiffe auch bauen. Oh, wir haben keine Segel. Warum haben wir keine Segel? Haben wir im Cup keine Segel mehr? Oder wo liegt das Problem? Schauen wir mal. Ich dachte, ich hätte eine Route mit Segeln gemacht eigentlich. Habe ich wohl falsch gedacht. Gucken wir mal. Ich dachte, ich hätte irgendwo eine Route drauf gehabt. Da ist ein Schiff noch gestorben.
Das ist eigentlich in Ordnung. Dann kann ich hier nochmal Tabak draufpacken. Dann fällt mir hier auch das Schiff noch auf. Dann machen wir hier einfach noch weiter mit der Weltausstellung. Sehr schön. Und dann gucken wir mal. Ja. Nochmal einen Arek, den können wir jetzt auch einsetzen. Nehmen wir nochmal einen Feuerwehrmann mit. Und dann kann ich hier eben noch schauen, habe ich hier noch irgendwo suboptimal besetzte Rathäuser. Ja, hier zum Beispiel auch immer noch ein Mr. Garrick drin. Den brauchen wir halt jetzt nicht mehr unbedingt. Ne? Jetzt noch ein Arek hier überall rein. Gucken wir mal. Und Upgrade Party natürlich. Sobald es geht. Genau, hier kommt noch ein Arek rein. Da haben wir schon einen, da haben wir auch schon einen. Okay. Hier noch eine Schauspielerin. Gucken wir mal. Ich hoffe, ich habe jetzt überall Areks drin. Das können wir hier noch reinmachen. Hier können wir noch einen Duport reinmachen. Ja. Dann müssen wir mal gucken, dass wir hier noch legendäre Items suchen. In den anderen Inseln. Ansonsten schaut das hier aber alles schon ziemlich gut aus. Ziemlich gut abgedeckt auch alles. Sehr schön. Und dann kann ich hier noch weitere Ingenieure platzieren. Hier die Lücken auch wieder weiter auffüllen. Gucken wir mal. Habe ich hier noch irgendwo... Da habe ich zum Beispiel jetzt noch eine Uni drin. Da kann ich halt stattdessen jetzt auch mal noch Investoren rein. Sehr schön. Und dann kann ich da unten halt auch noch Bauern ausbauen. Und so kriegen wir hier auf jeden Fall noch 10.000, 20.000 Einwohner rein. Einfach nur mit Lücken füllen. So einfach kann es halt manchmal auch sein. Wir haben hier noch überall zuhauf Marktplätze und Wirtshäuser und so weiter. Das kann halt alles weg. Das kann hier halt alles weg. Wir brauchen nur Clubhäuser und Banken. Und hier unten ist eigentlich alles schon sauber abgeschlossen. Hier könnte ich sogar noch eine Produktion reinmachen. Fischereien brauchen wir auch nicht mehr so viele. Das heißt, ich könnte hier noch Quarzgruben hinmachen. Dadurch, dass wir hier auch schön Strom haben, könnten wir hier einfach das Ganze nochmal mit Quarz füllen. Und hier nochmal eine Handelskammer drauf. Und wenn ich sogar ganz fleißig bin, könnte ich hier eigentlich auch noch eine Hafenmeisterei dazwischen machen. Ah, klappt nicht ganz. So vielleicht. Kriegt die hier noch den Palasteffekt? Das wäre noch super. Das wäre wirklich großartig, wenn ich hier noch den Palasteffekt bekommen könnte. Könnte hier noch viel mehr rausholen. Nö. Nicht ganz. Gucken wir mal, wie viel fehlt hier noch. Oh, ist das knapp. Ist das knapp. Ein Meter. Ein halber Meter ungefähr. Also da fehlt halt wirklich nicht mehr viel. 1, 2, 3, 4, 5 Meter. Und dann haben wir es. Von daher, das sollte bald klappen. Noch ein paar mehr Einwohner. Und schon kriegen wir da auch noch die Hafenmeisterei mit rein. Okay. Arktis. Segel müssten mittlerweile angekommen sein. Sehr schön. Und jetzt haben wir auch Gas. Zweimal. Und damit können wir hier genau zwei Luftschiffe machen. Und dann gucken wir mal. Jetzt kriegen wir hier einen Mercier-Quest. Sehr schön. Genau, das ist jetzt die Hauptquest hier. Das ist jetzt die Hauptquest hier mit dem Abholen. Und deswegen nehmen wir den jetzt hier mit. Und machen hier die Hauptquest. Überleben des Gütigsten. Ich glaube, das ist es. Ja, das müsste es sein. Und hier können wir nochmal ein bisschen einkaufen. Nochmal eine Salima. Sehr schön. Und währenddessen machen wir hier die Quest. Wenn wir die Quest dann haben, dann kann ich halt wirklich auch den Hugo wegmachen, weil
In dem Ausmaße, in dem wir jetzt hier Items brauchen, ist das wirklich überhaupt kein Thema. Wenn man jetzt hier auf Rekordbau gehen würde, würde ich den noch nicht so früh wegmachen. Weil wir ihn halt dann auch noch brauchen. Für seine Items, damit es halt ein bisschen schneller geht, dass wir da auch einkaufen können. Aber ja. Und jetzt tauschen wir die hier aus. Und dann baue ich hier vielleicht sogar... Baue ich noch eine Dampfwagenfabrik? Brauche ich noch eine? Oder brauche ich keine? Nee, ich brauche keine. Ich brauche mehr Kutschenwerkhallen, wenn überhaupt. Dann machen wir das. Okay, hier bräuchten wir noch einen Elias Papadikas. Habe ich auch da. Sehr schön. Dann kriegen wir hier nochmal 50% mehr auf die Kutschenwerkhallen drauf. Und uns fehlt hier noch ein weiteres Item. Das könnten wir eventuell sogar herstellen. Gucken wir mal. Hier fehlt noch eine Straße. Dann machen wir das doch einfach so. Dass wir den hier so anschließen. Und den hier so. Dann kriegen wir hier auf jeden Fall auch noch die Quest abgeschlossen. Die zieht sich halt ein bisschen. Ich hoffe, wir kriegen die auf jeden Fall noch hin. Sollte eigentlich auch funktionieren, aber es ist halt eine etwas längere Questreihe. Und dann schauen wir mal. Wir brauchen hier auch noch eine bessere Konservenproduktion. Wo habe ich denn hier meine Konserven? Da. Dann kann ich nämlich hier auch noch die Cutting Edge reinmachen. Die funktioniert nämlich auch für Konservenfabriken. Plus 40% Produktivität, minus 50% Arbeitskräfte. Einfach ein tolles Item hier. Wirklich ein tolles Item. Und dann nehmen wir noch Elvers Ofen vielleicht dazu. Das ist jetzt dann vielleicht nicht ganz optimal, aber passt. Und dann machen wir noch ein Item für die Kutschenwerkhallen. Und zwar... Oh, das habe ich, glaube ich, noch gar nicht freigeschaltet, oder? Zumindest sehe ich es nicht. Gucken wir mal. Habe ich da noch nicht alles freigeschaltet? Dann machen wir das doch schnell. Ja, okay, jetzt habe ich es freigeschaltet. Und zwar... Moment, ich zeige euch das gleich mal. Aber wir erforschen hier noch ein bisschen. Warum auch nicht? Mal alles fertig machen hier. Und zwar wollte ich hier... Na, wo bist du? Hab dich doch gerade... Genau, hier. Die elektrische Drechselbank, die wollte ich noch mitnehmen. Die funktioniert nämlich auch für die Schreinereien. Plus 50% Produktivität, minus 25% Arbeitskräfte. Die nehme ich auf jeden Fall mit. Dann kann ich die nämlich auch einsetzen hier. Und dann gucken wir mal. Das passt, das passt. Hier nochmal eine Weltausstellung mitgenommen. Sehr schön. Mittlerweile bei 26.000. Es geht immer weiter. Es geht immer weiter. Jetzt müssen wir eine Zerstörungsaufgabe machen. Gucken wir mal. Und dann setzen wir die Leute hier oder die Flotte hier an. Und machen die mal ein bisschen kaputt. Und das ist die richtige Quest. Sehr schön. Sehr schön. Wir sind in der Hauptquest. Jetzt müssen wir nämlich Schiffe kaputt machen. Und hier kriegen wir derweil ein Luftschiff. Und da müssen wir jetzt zwei Sachen machen. Einerseits haben wir die Quest für die Besiedlung einer Hochebene. Und zum anderen müssen wir die Story-Quest machen. Wir machen jetzt aber erstmal ganz gemütlich die Besiedlung von einer Hochebene. Und da würde ich sagen, nehmen wir die hier. Ist eine angenehme. Angenehme Hochebene. Und derweil besiedle ich hier noch weitere Inseln. Denn solange ich die Story noch nicht fertig habe, kann ich alle Inseln ganz gemütlich einnehmen. Da kann mir niemand dazwischen funken. Erst, wenn die Story fertig ist, habe ich ein Problem. Und dann machen wir hier noch mehr Items rein. Okay, das passt. Gucken wir mal in die alte Welt. Da macht's bumm. Attacke! Bumm, bumm, bumm. Sehr schön. Muss man den Beweis einsammeln mal wieder. Und dann liefern wir den hier ab.
beweisen, dass wir hier tatsächlich alles kaputt gemacht haben. Sehr schön. Aber wie gesagt, dafür brauchen wir halt zuerst eine Allianz mit dem Hugo. Dafür muss man halt auf jeden Fall auch on par sein, militärisch, aber auch wirtschaftlich. Sonst geht das nicht. Und das ist halt die Schwierigkeit so ein bisschen beim Hugo. Dass man da auch erstmal ebenbürtig wird. Aber sobald er dich dann quasi akzeptiert und die Allianz annimmt, kommt eben diese Hauptquest ins Rollen. Und er muss aber auch noch mindestens eine mittlere Insel haben. Ich weiß nicht genau, welche Art von Gebäude oder Bevölkerungsstufe oder was auch immer er da mindestens braucht. Aber ich hatte auf jeden Fall auch schon mal ihn auf kleine Inseln zurück oder zurechtgestutzt gehabt. Und dann hat es eben nicht funktioniert. Und deswegen gilt es darauf auf jeden Fall zu achten. Und jetzt will der Archie was von mir. Müssen wir da weitermachen? Der sitzt sauer auf uns. Okay, und dann machen wir hier die beiden. Schicken das ins Cup. So, jetzt kommt der dritte Questpart und beim vierten müssen wir aufpassen. Beim vierten müssen wir aufpassen. Denn beim vierten Questpart schicken wir hier mal die Schiffe kurz weg. Beim vierten Questpart müssen wir uns für den Archie trotzdem entscheiden, auch wenn das die Anarchisten-Quest ist. Und darauf müssen wir auf jeden Fall auch achten, sonst kriegen wir nämlich das andere Item von der Quest und das wollen wir nicht. Das ist nämlich einfach nur irgend so eine Piratenflagge, die uns absolut gar nichts bringt. Und ja, auf die können wir auf jeden Fall gut und gern verzichten. Warum kann ich hier eigentlich nicht upgraden? Weil es zu wenige Bauern sind. Okay, verstehe. Die Bank hätte ich eigentlich gerne woanders. Die hätte ich gerne woanders. Gucken wir mal. Geht das auch ohne die Bank hier unten? Jein. Ja und nein. Aber ich sage einfach ja. Es geht auch ohne. Ist nicht ganz elegant, aber es geht auch ohne. Dann machen wir hier unten auch einfach die Ecke noch fertig. Und machen hier noch ein paar Häuser rein. Okay, da brauchen wir noch eine Straße. Das passt. Und dann schauen wir mal in die Arktis und zwar haben wir jetzt hier das zweite Luftschiff, mit dem können wir jetzt die Quest machen. Hier holen wir uns noch eine Insel. Und auch diese. Und hier besiedeln wir eine Hochebene. Und da würde ich sagen, machen wir hier einfach nochmal... Ja, ich mach das gleich mit dem Vogel. Aber erst mache ich das mit der Insel, okay? Okay. Und zwar will ich hier Heizofen schön in der Mitte machen. Und dann machen wir hier einfach ein bisschen Action. So rum. Und bauen hier einfach schon mal die Stadt auf. Und das wird halt jetzt ein bisschen kritisch auch. Die werden jetzt bald meckern auch. Aber das kriegen wir hin. Und dann bauen wir hier einfach schon mal ein bisschen die Siedlung auf. Wir brauchen hier nämlich jede Menge Einwohner für die Gasförderstätten. Okay, das passt soweit. Dann machen wir vielleicht hier irgendwo in die Ecke nochmal eine Kantine. So rum vielleicht irgendwie. Ja, okay, ein bisschen weiter hinter. Das passt. Mal so ein Ding.
Dann brauche ich halt eigentlich eines von den Dingern als Route. Und das andere für Baustoffe. Eine Epidemie breitet sich aus. Ey, komm schon, ich hab's gerade gebaut, hör mal. Ich hab's doch gerade gebaut. Mensch. Und dann müssen wir hier so ein Ding hier bauen. Dann bauen wir das schon mal hin. Okay. Das bauen wir aus. Dann machen wir hier die Quest fertig. Und dann kann ich nämlich, glaube ich, jetzt beim alten Nate auch Sachen eintauschen. Das pausieren wir erstmal. Ja. Volumetrisches, genau. Und dann machen wir hier eine Route. Und zwar bringen wir hier Kohle. Wir bringen Femikan. Wir bringen Huskies und Öllampen. Okay, das passt. Da muss ich hier natürlich noch das Limit setzen. Oh, wir haben zu wenig Kohle. Nicht gut. Das passt aber erstmal. Dann machen wir hier noch mehr Kohle rein. Also diese Krankheitsmusik, die ist schon belastend. Vor allem, wenn die so oft kommt. Okay. Das muss noch näher ran. Nicht zufriedenstellend. Das schon eher. Den upgraden wir auch. Und dann müsste ich hier oben nämlich auch noch weitere Schrottteile sammeln können. Das funktioniert in der Arktis ein bisschen anders. Da liegen die nämlich alle einfach hier oben in diesem Nebel drin. Wenn man das effizient machen möchte, dann deckt man hier einfach alles auf, indem man hier hunderte Luftschiffe hinstellt. Ich glaube 125 braucht man ungefähr, um das Ganze abzudecken. Und dann kann man einfach das einsammeln. Dann ist der Nebel halt auch weg, ne? Logischerweise. Wenn das alles abgedeckt ist und dann kann man da auch ganz einfach sich einfach durchsammeln. Das kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Denn das spart einfach sehr viel Zeit, wenn man da aufs Ganze geht. Aber ansonsten, ja, muss man halt auch nur ein bisschen sammeln. Das machen wir wahrscheinlich in der nächsten Folge auch. Jetzt machen wir hier noch ein bisschen was fertig. Und zwar hatte ich jetzt hier was geforscht gehabt, nämlich hier unsere Drechselbank. Und dann müsst ihr mal gucken. Das passt. Wunderbar. Man könnte jetzt hier zum Beispiel optional auch rangehen und mit einer Druckerpresse arbeiten, wenn man jetzt zu wenige Arbeitskräfte zum Beispiel hätte. Das ist jetzt bei uns nicht das Problem, aber das wäre auch noch eine Möglichkeit. Und ich forsche hier einfach noch ein bisschen durch. Oh, wir haben die Glocke bekommen. Die Glocke ist auch super, die kann man ja jetzt auch einfach forschen. Minus 50% Arbeitskräfte auf jegliche Produktion. Auch einfach ein absolut geniales Item. Und ich hoffe, die Quest geht bald weiter. Nicht, dass wir jetzt irgendwas aus Versehen hier abgelehnt, übersprungen, wie auch immer haben. Denn das Problem ist, wenn man das macht, dann dauert es ungefähr 8 Stunden, bis man das nächste Mal quasi ein Questteil angeboten bekommt. Und 8 Stunden haben wir halt nicht. Die haben wir halt einfach nicht. Das heißt, wir haben jetzt die erste arktische Hochebene so halbwegs besiedelt. Und dann müssen wir mal gucken. Vielleicht nehmen wir jetzt einfach erstmal das eine Luftschiff, das ich zur Quest hochgefahren hatte. Und machen damit stattdessen was anderes. Nämlich noch ein bisschen aufbaut. Und dann machen wir die Quest fertig. Crown Falls. Genau, denn das Ding ist eben, sobald man die Hauptquest fertig hat, können halt eben auch, oder kann der Hugo in diesem Fall, der einzig verbliebene Gegner, hier auch einfach alles munter einnehmen. Das wäre halt nicht so dolle, weil dann müssen wir ihm die Inseln ja auch wieder abnehmen und je mehr Inseln, desto schwerer, logischerweise. Von daher nehmen wir hier einfach mal erstmal alles ein. Das heißt, der hier macht auch schön Kommando zurück. Und dann bauen wir hier noch ein bisschen aus, das Ganze. Und hier brauchen wir Kohle. Das heißt, wir brauchen hier eigentlich nochmal eine Insel. Die es uns ermöglicht, das Ganze ein bisschen besser zu versorgen.
Und deswegen machen wir jetzt hier auch nochmal ein bisschen Kohle, ein bisschen Infrastruktur. Also brauchen wir erstmal noch das hier. Eine Kantine. Dann brauchen wir noch Holz und ein Sägewerk. Und Kohle. Okay. Und dann sollten wir eigentlich in der nächsten Folge auch mit der Arktis soweit fertig sein, dass die Gasproduktion läuft. Und sobald die Gasproduktion läuft, können wir das Ganze eigentlich auch erstmal wieder ruhen lassen. Weil, ja, die Arktis kümmert sich um sich selbst, mehr oder weniger. Da müsste man nicht wirklich was machen. Sehr schön. Kohle passt. Mache ich hier nochmal Kohle. Und dann machen wir hier ein Kohle-Limit rein. Zack. 4 Tonnen reicht. Und dann machen wir hier einfach eine Route. Und bringen hier erstmal einfach nur Kohle. Das sollte reichen. Machen wir vielleicht sogar nochmal ein bisschen Kohle mehr. Das sollte auf jeden Fall soweit dann erstmal reichen für die Stabilisierung der Kohleproduktion. Derweil forschen wir hier jetzt einfach noch weiter Items durch. Wen nehmen wir noch mit? Nehmen wir nochmal einen Pierre Dupont. Okay. Und hier fehlt uns eigentlich auch nicht mehr so viel. Also das sollten wir eigentlich auch alles schaffen können. Quasi bis Ende vom November. Die einzige Frage, die noch offen ist, ist eben die mit der Hugo-Quest. Ob das noch aufgeht, das kann ich leider nicht versprechen. Da müssen wir mal gucken. Und ja, sobald hier die Kohle kommt, sollte das eigentlich auch alles passen. Aber wir müssen halt noch ein bisschen abwarten. Was fehlt dem hier? Nicht genug Anbaufläche. Dann machen wir den halt hier hin. Aber das hier sollte eigentlich reichen. Und ja, dann würde ich sagen, das war es erstmal von meiner Seite. Wir haben jetzt hier erfolgreich einen Luftschiff-Hangar gebaut und auch schon erste Schritte unternommen in der Arktis auf dem Weg zu Luftschiffen. Und in der nächsten Folge können wir hoffentlich in der alten Welt weitermachen mit der Quest vom Hugo. In diesem Sinne, falls wir uns heute nicht mehr sehen sollten, wünsche ich euch einen wunderschönen guten Tag, guten Abend und eine gute Nacht.